Die Amerikaner sollen bei Aschaffenburg den Main erreicht haben. Das sind immer noch mehr als 300 Kilometer. Die brauchen mindestens noch 2 Wochen, bis sie hier sind. Dann haben sie noch 14 Tage Zeit, um uns alle zu evakuieren. Oder uns umzubringen. Man muss unterscheiden, ne? Was war das Leben vor dem Lager und was ist das, oder was war der Mensch vor dem Lager, was ist der Mensch in dem Lager. Im Lager ist er ein Capo, der die Effektenkammer unter sich hat, also die Kleiderausgabe und die Sachen, die mit ins Lager gebracht haben, verwaltet werden und hat dadurch eine sehr gute Position, also wird besser ernährt, hat mehr Rechte, verwaltet natürlich dieses Lager irgendwie auch mit, hat dadurch aber auch die Möglichkeit, Menschen zu helfen oder in diesem illegalen Lagerkomitee mitzuarbeiten. Und dort ist er der Ausbilder, der sozusagen Häftlinge, die in diesem Lagerkomitee sind, ausbildet, mit Waffen umzugehen und vorzubereiten, wenn der Tag da ist oder die Chance da ist, dass man dieses Lager übernehmen oder befreien kann. Und das ist halt ein ganz großer Konflikt, in dem er da steht, weil er sozusagen zum einen das Lager natürlich mitträgt, wie alle, die in diesen Positionen waren und auch privilegiert ist, ja, und durch diese Privilegien aber auch helfen kann. Also das erste Mal tatsächlich in der DDR. Ich komme ja aus Leipzig und bin in Zeitz aufgewachsen und war zur Jugendweihe. Das war sozusagen 89, 90. Und da haben wir das gelesen in der Schule, so als Pflichtlektüre, und waren dann in Vorbereitung zur Jugendweihe, das war so üblich in der DDR, in Buchenwald. Und dann habe ich in Vorbereitung auf die Dreharbeiten nochmal diese Neuausgabe von 2012 nochmal gelesen. Und das fand ich auch echt interessant, mit dem Abstand der Jahre zu sehen, wie er das eigentlich geschrieben hatte im Ursprung. Das Wichtigste ist natürlich der Regisseur, der Philipp, mit dem man das auch ganz toll machen konnte, proben konnte, sich vorbereiten konnte, sprechen konnte. Und dann gibt es natürlich so eine Recherchephase, und da hatte ich mir gewünscht, mit Rolf Krallowitz reden zu dürfen, der hat auch ein Buch geschrieben über seine Zeit in Buchenwald, und der ist ja Leipziger. Und da ich selber in Leipzig lebe, war mir diese Familie, aber auch sein Schicksal so präsent. Und verrückterweise war das auch einer der Zeitzeugen, den die UFA so für sich gesucht hatte. Und mit dem habe ich sehr lange telefoniert. Bei dieser Phase der Recherche mit den Zeitzeugen hat mich vor allem interessiert, ob die Menschen, die dort in diesem Lager waren und auch so lange waren, der war auch sehr lange da, ob es sowas gab wie einen Alltag, ob man auch mal gelacht hat, ja, oder ob man sich auch mal einen Witz erzählt hat oder so, weil ich mir das halt gar nicht vorstellen konnte, wie man da einen Alltag hat oder dass man da über Jahre lebt, arbeitet, ständig diese Konfrontation auch mit diesem unfassbaren Leid. Da haben mir die Gespräche mit ihm sehr geholfen. Bitte eine Meldung machen. Ich gehe nicht für das Judenpack durch den Schornstein. Was ist denn mit seinem Vater? Was soll denn mit seinem Vater sein? Er ist im kleinen Lager. André! Jemand muss sich um das Kind kümmern. Du hast ihn hier reingeschleppt. Du hast keine Ahnung, in was für eine Lage du mich da gebracht hast. Dieses unvorstellbare Grauen und der Fakt, dass sowas möglich war, und das ist also die Dimension davon, was Menschen anderen Menschen antun können. Das ist für mich unbegreiflich und so unbegreiflich, dass man darüber verzweifeln kann. Und das berührt mich natürlich unheimlich. Aber man kann das nur vermitteln, was da an Leid passiert ist, oder das versuchen zu vermitteln über die Kunst. Das ist ein Riesenzusammenspiel aus Informationen, aus dem Drehbuch, aus Inszenierungssachen. Also das war, glaube ich, so der Weg, dass man versucht, etwas zu zeigen oder darzustellen, was im Zuschauer ein Gefühl von Grauen vielleicht auch auslöst, was damals passiert ist. Ich habe irgendwann vor kurzem gelesen, dass irgendwie 80% der deutschen Bevölkerung oder 81% einen Schlussstrich unter diese Zeit ziehen wollen. Und das hat mich total schockiert. Das find ich ganz, ganz schlimm. Und der eine Wunsch wäre, dass man das wach hält,
diese Zeit und gegen das Vergessen arbeitet, dass es ein Beitrag ist, dass die Menschen in der ganzen Welt das nie vergessen, was da passiert ist und auch aus so einer Historie lernen und vielleicht auch was besser machen für die Zukunft. Und der zweite Wunsch wäre, dass sich im nunmehr seit 25 Jahren vereinigten Deutschland eine gemeinsame Erinnerungskultur entwickelt, die es bisher nicht gab. Es gab im Osten so eine eigene Erinnerungskultur, was die NS-Zeit betrifft und die auch politisch gefärbt war. Und es gab in Westdeutschland eine, die durch eine viel geringere Entnazifizierung, als sie im Osten stattgefunden hat, total gefärbt war oder beziehungsweise des totgeschwiegen wurde. Und das wäre mir so wichtig, weil ich das bedenklich finde, dass es das nach 25 Jahren deutsche Einheit noch nicht gibt, dass wir eine gemeinsame Erinnerungskultur in Bezug auf diese Zeit entwickeln als Gemeinschaft.